Es war einmal ein Timmy. Er lebte Tag ein, Tag aus, ziellos und orientierungslos. Eines Tages jedoch traf er auf eine leiblose Gestalt, die zu ihm sagte: Lass mich in dir wohnen und ich schenke dir ein Ziel. Timmy dachte nicht lange nach und schrie voller Euphorie auf: Ja, komm zu mir und zeig mir den Weg. Just in dem Moment, die leiblose Gestalt in Timmy hineinfuhr, sah er ein weit entferntes Ziel vor sich. Verschwommen, verzerrt, verbogen. Alles um ihn herum fing an sich zu drehen. Das weit entfernte, verschwommene Etwas fing an zu pulsieren und löste Übelkeit in ihm aus. Plötzlich Druck auf den Schultern, schwächelnde Knie. Er fiel zu Boden und das Gefühl der Ziellosigkeit und Orientierungslosigkeit war plötzlich stärker denn je. Betrogen, belogen, bestohlen. Plötzlich flüsterte ihm eine leise Stimme ins Ohr: Lass mich in dir wohnen. Ich schenke dir ein Ziel. Schwach, blind und beinahe atemlos holte er noch einmal tief Luft. Ja, komm zu mir und zeige mir den Weg. Der Druck ließ nach, die Übelkeit entschwand, die Beine erwachten. Er sprang auf und sah in der Ferne ein neues Ziel. Aufleuchtend, aufsprießend, aufregend. Doch der Weg dahin würde kein einfacher werden, denn die leiblose, laute Gestalt... Okay, stopp. Lösen wir mal das klischeehafte Gesülze auf. Das bin ich. Das ist meine noch unerreichte Selbstständigkeit durch YouTube. Und das ist mein Studium, das ich seit dem ersten Tag an bereut habe und gehasst habe. Ja, ich breche nun offiziell mein Studium ab. Was ich eigentlich schon längst hätte tun sollen. Denn diejenigen, die mich eigentlich schon ein bisschen länger kennen durch Streams und so weiter, wissen, dass ich nicht unbedingt damit zufrieden war. Eigentlich noch nie. Denn nichts stört mich mehr ab und macht mich unglücklicher als 100 Fächer, die nur aus purer Mathematik bestehen. Das ist also der Umstieg vom schmarotzenden Student bis hin zur Selbstständigkeit durch YouTube ist momentan nur ein bisschen schwierig. Weil durch das Abbrechen des Studiums fällt mir BAföG weg, die Unterstützung von meinen Eltern. Und so eine Selbstständigkeit bringt nochmal mehrere Kosten mit sich, die ich als schmarotzender Student nicht hatte. Und da ich mit YouTube nicht genug Geld verdiene, muss ich demnächst irgendwo irgendwelche Regale einräumen oder alten Menschen den Arsch. Und das wiederum heißt, dass ich weniger Zeit habe, um meine Zeit in YouTube zu investieren. Und das wiederum heißt, weniger Videos. Aber nun kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt mein Patronus werden. Denn ich habe eine Patreon-Page gestartet. Was ist eine Patreon-Page? Patreon ist eine Seite, wo ihr mir monatlich spenden könnt. In erster Linie natürlich dafür, dass ich weniger Zeit damit verbringe, irgendwelche Regale einzuräumen, sondern halt durch eure Spenden mehr Zeit dafür haben werde, mich auf YouTube kurz zu konzentrieren. Aber ihr kriegt auf Patreon noch was zurück. Also ein kleines Dankeschön, so einen kleinen Bonus. Für einen Dollar pro Monat wird dein Username am Ende eines Videos als Danksagung eingeblendet. Und nach jedem Fusion und 2 Minuten Porträtvideo gibt es denn alle Bilder als Download. Für 3 Dollar pro Monat kommen deine Super Mario Maker Level IDs in die engere Auswahl für Super Mario Maker Videos. Noch nicht flamen, eure Level von den Leuten, die nichts spenden wollen, nehme ich trotzdem. Es wird dann vielleicht nur so eine Special-Folge zwischendurch geben, wo ich dann halt nur die Level nehme von den Patreon-User. Ansonsten wird das wie immer so laufen, dass ich halt immer ganz normal die YouTube-Kommentare durchforste und mir dort dann die IDs rausnehme. Ja, das wird nur so ein Special-Ding sein, was vielleicht einmal im Monat oder sowas kommt, wo ich dann nur die Level von den Patreon-Leuten spiele. Und für die 3 Dollar pro Monat bekommt ihr ein 2-Minuten-Porträt von eurem Gesicht, eurem Freund, eurer Oma, Pokémon, was auch immer. Kommt aber dann nicht ins Video, ist halt nur für euch privat. Ja, und dann kommen wir jetzt schon zu dem letzten Ding, und zwar 5 Dollar pro Monat. Damit habt ihr Zugang zum wöchentlichen Rückblick-Vlog. Was ist ein wöchentlicher Rückblick-Vlog? Ich werde mich sonntags immer hinsetzen vor die Kamera und ein wenig über die Videos quatschen, die in dieser Woche erschienen sind. Was ich mir bei dem Video gedacht habe oder sowas, oder was die Grundidee eigentlich war, was mich vielleicht dazu inspirieren ließ, das zu machen, so wie ich es gemacht habe, oder irgendwelche Problemstellungen, etwas vielleicht, was ich nicht so hingekriegt habe, wie ich es eigentlich hinkriegen wollte und so weiter. Also Hintergrundinfos zu den einzelnen Videos, die halt dann in dieser Woche kommen. Natürlich könnt ihr auch viel mehr als 5 Dollar spenden, ihr könnt auch auf die ganzen Sachen verzichten, obwohl ihr spendet. Das bleibt halt jedem selbst überlassen. Aber denkt dran, wenn ihr nichts habt oder nichts spenden wollt, ist okay, es ist nicht schlimm. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt durch dieses Patreon-Zeug auf die Straße oder sowas lande. Ja, ich werde auch so überleben, werde auch so über die Runden kommen. Es ist halt nur dafür da, dass ich halt mir dann einen Job suche, wo ich dann weniger Zeit investieren muss, wenn ich dann durch Patreon mehr bekomme und dadurch halt mehr Zeit in YouTube-Videos investieren kann. Was für euch dann bedeutet, dass ihr mehr Content habt und ich meinem Traum ein wenig näher komme. Ich denke mal, ich habe alles erwähnt, was ich erwähnen wollte, und jetzt habe ich gar nichts mehr, ne? Eigentlich würde heute noch Mario Maker kommen, aber ich habe nicht gedacht, dass ich mich jetzt hier hinsetze und 4-5 Stunden an irgendwelchen Bildchen rumzeichne. Ja. Tschüss!